Grüße ich euch wieder zu Age of Conan. Ja, ich hoffe, es ist mit dem Sound. Das haut jetzt irgendwie besser hin. Irgendwie wird es wahrscheinlich noch sein, dass man immer noch die Tippgeräusche hört und das Mausklicken hört. Ich hoffe, dass ich es irgendwie kriege, dass ich es mal besser hinkriege. Aber ohne jetzt irgendwie weiter zu quatschen. Machen wir hier weiter. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, dass wir die gute Cassilda am Strand befreit haben, haufenweise Plünderer getötet haben, den Spacken Sadur umgehauen haben, ein bisschen dancen, bevor es weitergeht. Ja, und wir haben jetzt den ersten Teil geschafft. Es war natürlich lustig, wo ich hier gespawnt bin, ne, eingeloggt und zack, kam schon mal so ein scheiß Gorilla und haute mir vom Kopf. Und wir machen einfach mal weiter. Lalalala. Es ist so bald. Wir haben es noch gleich bald geschafft. Den ersten. Ah, kommt der hier um die Ecke. Jetzt erschreckt er mich ja nicht so. Zack. Stirb, du Wache. Nicht mal eine Beleidigung. Das ist ja wirklich ein Affe. Ja, ich hoffe halt irgendwie, dass ich das noch hinkriege mit den. Dass hier nicht so viele Störgeräusche drauf sind. Gerade hier mit den. Na, Bananen. So. Affenboss. Der Affenkönigboss. Und auch noch einen Kopf. Mehr. Hi, little monkey. Mein Inventar ist voll. Das ist schon mal cool. Komm. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Ja. Ich muss dich nochmal komischen Sack. Irgendwie. Ah. Das Bananen halt eben. Jo, real. So, da war hier im Beutesack. Ein Ring, noch ein Piratenring. Alles gut. Das ist ja schön, Alter. So, komm, weg. Da, Ieb. Ah. Sei lieb. So, ein bisschen Konstitution. Das ist nicht toll, dass das Ding hier Zweierhand war. So. Was ist denn? Die Bananen noch mitnehmen? Okay. Nanas! Müsste es eigentlich auch schon fast gewesen sein, ja. Mit der Tutorial so, ne? Guten Tag. Na, haben wir's doch. Freund? Freund? Hm? Immerhin scheint es nicht verriegelt zu sein. Auf der anderen Seite erwartet uns die Stadt. Aber hier komme ich auch ohne deine Hilfe zurecht. Ich habe weder Geld noch etwas von Wert, womit ich mich für deine Mühe erkenntlich zeigen könnte. Aber komm in der Stadt zu mir. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Das Tolle ist, man sieht sie nie wieder. So, mach's gut. Und nicht vergessen, kein Wort darüber, dass du geflohen bist oder irgendwelche Sklavenhändler getötet hast. Du weißt, wie man Pikten den Schädel einschlägt. Aber halte dich in der Stadt von Ärger fern, wenn du den nächsten Morgen erleben willst. Ja, die haben wir zum nächsten Mal. So. Dann geht's mal weiter nach Totage. Hier werden wir jetzt auch eine ganze Zeit. Ja, eine ganze Zeit unsere Zeit verbringen. Mit in verschiedenen, auf verschiedenen Spielfeldern. Also mindestens bis Level 20 werden wir hier rumeiern. Aber es wird genug zu tun geben. Ja, hallo. Stufe 5. Oh, oh. So. So. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier, was es hier so gibt. Aber schön haben sie es hier. Schön. Da haben wir schon den ersten. Achso, nee, der will noch nicht von uns. Hat noch einen. Weißes Ausrufezeichen, das können wir nicht annehmen. Super noch zu schlecht.
ist er. Ah, hier haben wir jetzt mal andere Spieler. Die Drachenjäger. Deutsche Gilde. In Age of Conan noch. So was noch mal leben da. Und nur nackte Menschen, die hier rumlaufen. Ja, da werdet ihr euch gewöhnen müssen. Aber jetzt machen wir uns den Spawnpunkt hier. Ne. Hab ich schon? Okay. So. So. Guten Tag. Und was führt euch in diesen Teil der Insel? Ich will darin. Ich darf euch nicht einlassen. Ihr tragt die Ketten eines Gefangenen. Die Rote Hand hat jetzt in Tortage das Sagen. Sie dulden in der Stadt keine entflohenen Sklaven. Wie krieg ich die los? Ihr könntet einen Schmiedehammer oder eine Waffe benutzen, und doch habt ihr nichts von alledem. Aber niemand soll sagen, Hauptmann Laranga wäre ein kalter Mann gewesen. Einer der Schmiede der Stadt, Turach. Er arbeitet drüben am Lavastrom. Sprecht mit ihm. Wer ist die Rote Hand? Ihr kommt aus einem fernen Land, ja? Die Rote Hand ist ein Teil der Roten Bruderschaft, des Piratenbundes der westlichen Meere. Admiral Strom befehligt die Rote Hand, also kontrolliert er auch Tortage. Befriedigt meine Neugier. Erzählt mir mehr von der Roten Hand und der Bruderschaft. Wer sich zu sehr mit solchen Dingen beschäftigt, fällt früher oder später der Roten Hand zum Opfer. Euer Interesse kommt einem Todesurteil gleich. Ich habe gesehen, wie Menschen gepfählt wurden, weil sie sich Strom oder den Soldaten der Roten Hand widersetzten. Es gibt schönere Arten zu sterben. Vergesst es. Ja. Hütet euch vor den Pikten. Pussy. So. Dann sagt er, wir sollen mal hier mit den euren Durat sprechen. Da ist echt noch was los, hätte ich echt nicht gedacht. Mann. Tag. Und noch neue Charaktere. Sweet. Was ist denn ein hübsches Pony? Sag mal. Alter, kann das sein, dass dein Pony brennt? Ist das nicht heiß da drauf? Ah, Turach. Guten Tag. Hey. Mach mal hier die Fesseln kaputt. Das ist der beschissenste stygische Stahl, den ich je gesehen habe. Der Schmied, der das verbrochen hat, sollte sich schämen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Die Lava steigt. Und wenn dieser verdammte Damm nicht fertig wird, ertrinkt ganz Tortage im glühenden Blut des Vulkans. Ja, wenn ich dir helfe, machst du denn? Ganz in der Nähe ist ein Steinbruch. Ich brauche Ziegelsteine. Leider fehlt von meinem Karren jede Spur, seit mein Maultier vor Angst durchgegangen ist. Aber du bist doch kräftig, oder? Bring mir meine Ziegelsteine und ich durchtrenne deine Ketten. Wie ist dein Maultier geflohen? Lauen Gefahren in der Gegend oder lag es an deinem Gesicht? Bei Krom und Ymir. Ich bitte dich, mir ein paar Ziegel zu besorgen und du fragst mich nach den örtlichen Legenden aus. Die Lava steigt. Wir haben noch viel zu tun. Ich habe keine Zeit, mit dir über Dämonen und das Geschwätz von Narren zu reden. Wie Dämonen? Wenn du nicht hilfst, bleibst du den Rest deines Lebens ein Sklave. Also noch ja, mal, ist ja gut. Nicht. Du mein Gott. Wenn wir jetzt hier noch 3 Stunden stehen, steigt die Lava auch nicht schneller. Ja, das hättest du mir jetzt auch noch erzählen können. Mann. Ist das schlechte Laune oder was? Warum habe ich denn eigentlich keine Schüchchen an? Achso, deswegen. Verstehe. Wenn sie nicht wirklich im Schnitt. Ich nicht gedacht, dass hier so dann auch so viel los ist hier. Viele Leute noch am Stiefel sind. Ah, brutale Piraten. Oh Gott. Bitte, tut mir nichts. Bitte. Achso, ist schon tot. Hey, gut. Mag zwar vielleicht brutal sein, aber kämpfen könnt ihr nicht. Und tschüss. So. Da gibt's Steine. Ich sammle jetzt Steine. Steine. 3. Nummer 1. Nummer 2.
Nummer 3. Okay. Haben wir das. Komisch, ich habe mich jetzt schon gefreut. Normalerweise, wenn du die Steine aufsammelst, kommt ein riesengroßer Fledermaus-Dämon und versucht dich hier umzunatzen. Ja. Aber der hat mir gerade immer kaputt gemacht, dass der Respawn hat. Hätte mich ganz früher übelst erschreckt, ey. Hättest du die Steine aufgesammelt, auf einmal kam das Vieh hinter dir. Ah. Mann, war das gruselig. Ja. Ist hier noch schön? Ach komm, wir gehen mal, dass sonst die Ketten hier mal los wird. Die Dinger hier, oder was? Okay. Aber find. So schlimm sieht die ja nicht aus, das ist doch schick. Das ist doch schnieke. Heute wird man da richtig viel Kohle bezahlen, um sowas zu haben. Oh, ein bisschen Hinnemann. Hui. Jumping all over the world. Guten Tag. Hallo, hier hast du deine scheiß Steine. Hey. Da hast du. Oh, und schneller als ich. Gut, jetzt kann ich meine Arbeit zu Ende bringen. Ich bezweifle zwar, dass sie mich als Helden feiern, aber wenigstens werden wir überleben. Na, erstmal machst du mir die Ketten ab, ja. Na dann los, bevor die Soldaten der Roten Hand vorbeikommen und sehen, was wir vorhaben. Leg deine Handgelenke auf diesen Stein und wende dein Gesicht ab. Danke, ich danke. Ich mag es nicht, wenn Unschuldige in Ketten liegen. Außerdem hasse ich dieses schwache, stygische Eisen. Ich zerstöre das Zeug mit Freude. Genau. Okay. Aber erstmal sollte ich Steine schleppen für dich, oder was? Hättest du mir die Ketten noch gleich kaputt machen können. Naja. Gibt halt so Menschen. Naja. So, Meister. Hier, Ketten sind ab. Hi, ich bin Laranga. Der Haupt. Ja, ja, komm, mach auf. Sieh an, sieh an. Ihr seht aus wie ein entflohener Sklave, der mich kürzlich angefleht hat, ihn in die Stadt zu lassen. Aber ich bin sicher, ihr habt noch nie die Ketten eines Sklaven getragen. Also gut, ihr dürft passieren. Aber es gibt eine Bedingung. Erzähle. Geht zur Taverne zum durstigen Köter in der Nähe des Tors. Die Kellnerin dort, Tina, gebt ihr diesen Brief. Ich werde sie nach Dienstschluss aufsuchen. Ich erfahre also, wenn ihr euer Wort brecht, sagt ihr, Laranga schickt euch. Okay. Danke. Ein Wort der Weisheit, falls ihr Zeit habt. Dies war die erste Lektion, wie Tortage funktioniert. Gefälligkeit gegen Gefälligkeit. Jeder ist nur so gut wie sein Wort. Seid vorsichtig, wenn ihr jemandem den Rücken zukehrt. Es sei denn, ihr wollt erstochen werden. Ihr denkt, der Dschungel war schlimm? Willkommen in eurem neuen Zuhause. Nein, möchte ich nicht, danke. Möge das Glück euch hold sein. Ihr werdet es brauchen. Kotzen bei so. Blind-Gilden-Einladung, ey. Das ist immer so ein Unding. Das war schon bei WoW immer so ein Unding. Jetzt kann ich hier mal kurz. Rüstungsschmied, das ist ja egal. Irgendeiner hier. Guten Tag. So, verkaufen. Banane, das. Das ist ein Zweihandschwert. Das. Die behalten wir mal. Sieht vielleicht besser aus. Ach komm. Money. Give me the cheat. Da. Nächstes Inventar wieder leer. Trotzdem. Ich will meinen Sack haben. Mein Mammutsack. Du bist hier kein Mammutsack. Ich mein Mammutsack. So scheiße. Gut. Dann geben wir es mal durch den Köter. Und bringen den. Allzeit bereit. Bist du Tina? Die bin ich. Warum fragst du?
Ah, ist ein Brief. Eine Botschaft? Zeig her. Was hat mir der gute Hauptmann der Mauer zu sagen? Bitteschön. Oh. Danke, dass du sie mir überbracht hast. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich suche Nandini. Die alte Seherin. Sie hatte in letzter Zeit nicht viele Besucher. Sie lebt zurückgezogen in einer Gasse südöstlich von hier. Du solltest dich nicht mit ihr sehen lassen. Die rote Hand hat ihre Augen überall und sie hat nicht viel für Nandini übrig. Warte bis zum Einbruch der Nacht, wenn die Stadt in den Schatten versinkt und die Wachen betrunken sind. Dann machen wir das mal. Mein Bett ist im oberen Stockwerk. Du siehst erschöpft aus. Was hast du denn jenseits der Stadtmauern getrieben? Leg dich schlafen und rede heute Nacht mit Nandini. Du findest ihre Hütte in einer Gasse, südöstlich von hier. Eines lernt man in Tortar schnell. Alle wichtigen Geschäfte werden im Schein des Mondes erledigt. Oh, ich bleib noch ein bisschen wach. Wie du willst. Leb wohl. Ich will eigentlich noch ein bisschen questen. Yeah. Hallo? Fühl dich hier wie zu Hause. Die Blockade stört in Tortage so ziemlich alles. Wir haben fast kein Bier mehr und die Wachen von Stroms roter Hand machen alles noch schlimmer, weil sie unser bestes Bier stehlen. Ach, wenn es nur das wäre. Nein, sie drohen uns und stehlen unser Bier gleich fässerweise. Unser bestes Bier haben sie schon mitgenommen. Wenn nicht bald jemand mit ihnen handelseinig wird, verlieren wir alles. Ich auch mal. Bitte regle die Sache, ohne jemanden zu töten, ja? Wir haben in Tortage schon genug Probleme. Also einige dich einfach mit einer der Wachen auf dem Kasernenplatz, wenn es geht. Halt die Augen offen. Ohne jemanden zu töten. Naja. Gib mir Mühe. Versprechen kann ich nicht. Sehen. Was denn? Ach, da unten. Hat unten eine Kästchen? Aber die schicken uns jetzt halt überall hin. So. Hallo. Hm. Ja, trinkst ganz schön viel, hä? Ich habe ja auch jede Menge Sorgen zu ertränken. Ich wurde aus meinem Haus über der Stadt vertrieben und die rote Hand schert sich nicht um das Volk. Wo ist denn Nös, mein Kleiner? Ich habe früher mein Geld mit dem Flicken von Kleidern verdient. Ehrliche Arbeit, die immer gefragt war. Bis zu dem Tag, an dem ein paar brutale Piraten vor meiner alten Hütte standen. Sie haben ein Lager errichtet und meine Kunden verscheucht. Genau wie das Mädchen, das mir immer Essen brachte. Wenn ich nur meine Werkzeuge hätte, dann könnte ich von hier arbeiten. Aber ich traue mich nicht, sie zu holen. Ist wunderschön, aber genau. Kannst du mit aus dem Bild gehen? Danke. Machen wir. Wirklich? Wenn du... Leb wohl. Na gut. So. Hier haben wir halt noch schön alles vertont. Wird nachher leider ein bisschen weniger der Vertonerei. Sehen. Huschmied, was willst du denn? Seid gegrüßt! Alles klar bei euch? Mir ging es schon einmal besser, genau wie der Stadt. Der Handel leidet unter der Blockade. Ich finde keinen Käufer für meine Waren und kann kein neues Arbeitsmaterial beschaffen. Ich bin ein Schmied ohne Metall und ein Händler ohne Kundschaft. Stroms rote Hand macht ihrem Namen alle Ehre. Sie erstickt den Handel in der Stadt. Scheint ja nicht so gut zu laufen bei euch. Schwer ist gar kein Ausdruck. Stroms Männer töten jeden, der es wagt, etwas gegen ihn oder die neuen Gesetze zu sagen. Händler verlassen ihre Läden oder werden einfach ermordet, weil sie angeblich die Rebellen unterstützen. Die meisten Leute überleben nur, indem sie anderen Gefallen tun. Kann ich dir helfen? Seid ihr zu stolz, um euch als Plünderer zu betätigen? Wenn ihr die leeren und verlassenen Stände unten am alten Hafenmarkt durchsucht und mir eure Funde überlasst, bezahle ich euch so gut ich kann. Okay. Oh, mein Bedarf ist gewiss berechtigt. Unten am Hafenmarkt hatten früher ein Lederer, ein Fleischer und ein Bäcker ihre Stände. Alle drei wurden von der Roten Hand hingerichtet. Sie werden also nichts vermissen, wenn ihr mir etwas aus ihren Ständen bringt. Lebt wohl! Lebt wohl! Ist ja gleich hier. Ah, ist
Und dann hier weg nochmal. Mit dir, Bauer! Ich habe gehört, du hast das beste Bier. Das stimmt. Aber was führt dich hierher? Schickt dich diese sture Weib vom durstigen Köter, um für sie zu betteln? Kann dir doch scheißegal sein, ich will das Bier. Ach, so ist das also. Du bekommst es erst, wenn du mir etwas gibst, mit dem ich etwas anfangen kann. Aber komm mir jetzt nicht mit Münzen. Ich arbeite für die Rote Hand und verdiene durch Bestechungsgelder und Plündern mehr, als du in deinem ganzen verdammten Leben durch... was immer du auch tust. Was willst du? Mit Vergnügen. Diese piktischen Wilden auf der Hellsandinsel tragen glänzende blaue Steine bei sich für ein jämmerliches Stammesritual. Die Huren von Tortar schmücken sich gern damit. Bring mir einige davon. Dann bekommst du vielleicht etwas Bier. Und jetzt verschwinde. Halt, Klappe. Halt. So ein Arsch. Sancha, ne, vielleicht bist du ja ein bisschen netter. Kann ich euch helfen? Hallo. Hallo zurück. Euer Blick sagt mir, dass ihr nicht hier seid, um euch zu vergnügen. Vielleicht. Ach, in meinem Haus der Lüste läuft es nicht gut. Die Piraten, die wegen der Blockade in Tortage festsitzen, nehmen sich einfach, was sie wollen, ohne dafür zu bezahlen. Die Mädchen sind verärgert. Na, weil ich mein Schweine finden und ihnen die Kohle abnehmen. Entsteht euer Eifer aus Wut über diese Ungerechtigkeit oder wollt ihr meine Mädchen beeindrucken? Wie dem auch sei, vielen Dank. Finde ich denn die elenden Hunde? Sie lungern in der Gasse hinter mir herum. Wenn ihr ihnen einige Wertgegenstände abnehmen könnt, haben wir... Bis bald. So. Das können wir gleich machen, weil die sind wirklich gleich hier hinten. So, ja, Eierköppe. Ah, geil. Das war jetzt, so sollte man es nicht machen. Komme ich nie wieder raus? Ah, da hinten. Also, liebe Kinder, immer gucken, wo ihr steht, ne? So, mach das Ganze halt normal. Und hör auf zu ruckeln hier. Ich sag den Grund dafür. Kriegen wir noch 5er Kill sehen? 3er Kill sehen? 5er, wir kriegen noch 5er. Okay. Alle, ja. Aha, so. Jo. Haben wir es schon? Können die Quest gleich abgeben und ein paar EP. Wo bist du denn? So, hier hast du deine Kohle. Hm? Ja? Tu so, als wenn du mich nicht mehr kennst, oder was? Ja, bitteschön. Ich danke euch. Lasst sie mich sehen. Bitteschön. Wunderbar. Ich werde einiges davon mit den Mädchen teilen. Vielen Dank. Ah, oh, zwei Hand. Oh, hier stumpf, ey. Lebt wohl. Morgen krieg ich nie die Waffen, die ich... Aber es hat Stärke und Konstitution. Irgendwas hat es. Sag mal, so eine komische Keule. Sieht da aus, ja. War natürlich hier wieder 1 Million weitere Quests freigeschalten durch dieses Level. Ich habe Hunger, großen Hunger. Weißt was? Oh, was für eine geniale Idee. Ich finde nur nichts zum Essen. Blöd, was? Früher habe ich von den Früchten des Meeres gelebt. Aber jetzt, wo die Rote Hand den alten Leuchtturm im Hafen übernommen hat, traue ich mich nicht mehr, dort zu angeln. Wenn die Rote Hand einen auf dem Kieker hat, wird man bestenfalls in der Gosse verprügelt und schlimmstenfalls den Fischen vorgeworfen. Also muss mir jemand anderes meinen Fisch besorgen. Na gut. Würdet ihr das wirklich ja. Lange Tage, angenehme Nächte? Ich hab doch schon ja gesagt.
immer Ja sage, dann passt es. Ein Kaufmann. Ist du Money Shit? Ach ja, genau, hier haben wir unsere Bank. Also Kaufmann ist immer die Bank und der Postdienst. Und hier halt, Ich bin immer noch erstaunt, dass echt doch hier so viel los ist. Ich hätte es nie gedacht. Er hier? Ja, was gibt es? Du sprichst nicht so weit von mir? Ich will leben und reich sein. Ist das zu viel verlangt? Früher besaß ich ein blühendes Geschäft. Meine Villa war voller Gold und Reichtümer aus aller Welt. Jetzt ist nichts mehr, wie es war. Die Rebellen haben Strom zu der Blockade getrieben, die jeglichen Handel und jegliche Piraterie unmöglich macht. Diese Stadt stirbt jeden Tag ein kleines Stück mehr. Lebst du noch, oder nicht? Natürlich, aber nur als elender Bettler. Aber ich habe einen Plan. Sobald Strom die Rebellen ausgelöscht hat, hebt er die Blockade auf. Und ich werde wieder reich sein. Siehst du die Leichen hier? Das waren alles Rebellen. Ich verrate der Roten Hand ihren Namen. So komme ich wieder zu Geld. Bald werden die Rebellen besiegt sein. Und wenn dich jemand mal anscheißt? Durch diese Anschuldigung entledigt man sich in Tortage seiner Feinde. Strom geht kein Risiko ein. Er tötet selbst die, denen nur vorgeworfen wird, mit den Rebellen zu sympathisieren. Meine einzige Sorge sind einige Piraten, die sich in der Stadt versteckt halten. Sie hassen mich und drohen ständig, mich der Roten Hand auszuliefern. Du bist doch nicht besser als die. Spar dir dein Urteil. Hilfst du mir oder nicht? Ich gebe dir auch eine Belohnung. Naja, komm. Gut. Geh zum Hafen und biege links in eine Gasse ein. Das Lager der Banditen. Leb wohl. Seid mir nicht böse, dass ich das wegdrücke, aber das ist... Interessant ist das denn auch nicht. Kann man gleich mehrere Sachen machen. Weil ich einfach ein bisschen planlos rumlaufe. Ich will auch nicht jetzt hier erzählen, dass ich das Ewigkeiten immer mit den Leuten sammeln. Und hier irgendwie hier was schaffen, ne? Diese Nudelholz. Was haben wir hier? Lederrolle. So. Hier müssten noch, genau, hier sind die Piraten eigentlich, oder? Hallo. Oh. Gut, Level 11 ist noch nicht so gut, ich versuch's mal. Ja. Ich glaube... Glaube noch nicht. Ja, lass mal. Geh weg. Ein Heiltrank. Hau ab. Hau ab. Ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Geh weg. Hau ab. Alter. Wie lange rennst du mir denn hinterher? Geh. Hau ab! Der mag mich. Er läuft mir durch die ganze Stadt hinterher. Nur weil ich den mal ein bisschen angepiekst hab. Bam! Was hast du davon? Wollt's ja unbedingt. Von der ehrbaren Roten Hand zur Strecke gebracht. Selber schuld. Klon. Na ja, komm. So. Bist du eigentlich? Okay. So, was haben wir hier eigentlich noch zu tun jetzt? Ach, Tagebeil. Was haben wir jetzt vergessen? Mich wieder ablecken lassen habe von irgendwelchen Level 11 Gegnern hier. Ich noch ja nicht schaffe. Aber ich komme wieder. Und dann gibt's richtig auf die Schnauze. Dann gibt's richtig auf. Kann ich ja mal die Karte zeigen? Sieht man hier? So. Das ist die erste, ne? Gibt's noch hier ganz viel. Werden wir noch vieles besuchen. Und viel schauen.
Sag aber ja mal. Oh ja. Na gut, ist ja auch rot, ne? Man kann ja auch mal. Ist ja alles rot. Das haben wir. Und jetzt können wir eigentlich noch das machen. Das ist draußen vom Stadttor. Hallo. Ah, ich glaube, ihr habt die Augen zugemacht. Da rannten gerade ein paar Brüste vorbei. Kann ich dir erstmal dein Stuff wiedergeben? Seid gegrüßt! Ja, vielen Dank. Schön. Eine stattliche Ausbeute. Diese Werkzeuge sind äußerst nützlich. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl! Toll. Jetzt ist Belohnung eine Suppe. Eine Suppe. Suppe. Keine Suppe. So. Hast du hier eigentlich was zu tun? Ich bin Laranga, der Hauptmann der Mauer. Gut, willst du heute? Die üblichen Sorgen. Piktische Barbaren, Hinrichtungen zur Besänftigung eines Wahnsinnigen, von der Hexenkönigin Mitrell verursachtes Chaos. Okay. Selbst wenn sie keine Zauber wirkt, ist sie tödlich und launisch wie eine kuschitische Dschungelkatze mit einem Dorn in der Tatze. Der Fleischfresser, den ihr getötet habt, die menschenfressende Pflanze. Anscheinend war sie Mitrells Schöpfung. Welcher Fleischfresser? Einer meiner treuen Freunde, ein Mann, der ebenfalls nicht hingucken. Der Brust trägt. Geh weg. Ich muss hier mal ganz schnell drücken, nicht, dass es gesperrt wird vom Stitch. Brust. Weg. War knapp. Musstest du jetzt echt ins Bild laufen damit? Neuer Tag auf Tortan. Wie geht's dir? Es ging mir schon besser. Habt ihr etwas von den Pikten gehört oder gesehen, die durch die Wälder um Tortan schleichen? Ich weiß von denen, ja. Das hatte ich erwartet. Sie kommen in so großer Zahl, dass ich mir Sorgen um die Stadt mache. Tortan ist kein Paradies, aber es verdient etwas Besseres, als von Wilden niedergebrannt zu werden. Ach ja, man sollte diese Wilden wie Tiere keulen. Jeder Pikt so sei es. Hütet euch vor den Pikten! Hütet euch vor den Pikten! Facebook, Felsen. Gott, ist da alles rot. Du hast ja da auch noch was zu tun. Ich hole erstmal hier Nadel und Faden. Müsste durch da oben sein. Brutale Piraten, meine Freunde, na kommt her! Bams! Finishing Move. So. Bams! Und noch einer. Tjo. Nicht so schnell den Kopf verlieren. Hallo. Eine Herausforderung. Ach, 20 Kills. Ich kann ein bisschen Ton drin tun, ich kenne das gar nicht mehr. Ah, da haben wir es doch. Davon 3, 2 und noch mehr. Aber theoretischerweise hier rüber in die Stadt kommen können, oder? Zu einfach hier gewesen. Ne? Ja, zack. Über der Mauer hüpft. Normalerweise. Die hat keiner mitgekriegt. Schwupps. Weg drin gewesen. Wenn er wieder rausgekommen wäre, wäre eine andere Geschichte gewesen. Ja. Kann ich die Quest schon mal abgeben. Ich würde sagen, danach machen wir die Hauptquest weiter. Das müsste ja eigentlich
Genau, das machen wir dann. Und dann, wir machen erstmal die Hauptquest bis zum Punkt. Da muss man eh, glaube ich, bis Level 10 sein. Dann nehme ich mal alle Quests an. Wenn es was gibt. Und dann geht halt weiter. Und Level 80 hier. Guten Tag. So. Wo bist du denn? Mit deinen Nadelfaden. Da. Ja. Perfekt. Der Gedanke kann ich eine Weile arbeiten. Vielen Dank. Ich hatte wirklich nicht das Bedürfnis über eine Idol. Sogar besser. Yeah. Schnieke, hä? Kann natürlich auch. Ich hab hier noch. Ach, machen wir noch später. Ich hab hier noch so ein bisschen Pomp-Zeug an. Stuff, den ich claimen könnte. Und dann könnten wir ein bisschen Schnieker rumrennen. Geh mir aus den Weg. So, dann machen wir das jetzt. Willkommen im durstigen Köter, ja. Die alte Seherin. Mein Bett ist im oberen Stockwerk. Ja. Du siehst erschöpft aus. Was hast du denn jenseits der... So. Sind wir am Start. Gucken wir mal. Jetzt sind wir am nächtlichen Dotage. Das ist sozusagen eine Instanz. Also für uns alleine. Kann man eigentlich durch die ganze Stadt laufen. Bringt ein Zornisch, ist einfach nur, ne? Da sind wir halt im Singleplayer, ne? Ja, wo ist die? Da hinten. Dann machen wir das mal so. Ich kann ja eigentlich auch mal. 2,2. Ist das gut? Ja, geil. Da müssen wir hin. Hallo. Ich möchte mehr erfahren. Was? Ich sag mal hallo. Ich bin die und die. Mir hat Ena gesagt, ich kann euch helfen. Wer sagt ihr könnt mir helfen. Du bist keiner von Stroms Halunken, oder? Ich will nichts mit dem Tyrannen oder seinen korrupten und seelenlosen Dienern zu tun haben. Ich brauche eure Hilfe, Nadini. Ein Mann namens Kalantis schickt mich. Dann kannst du keiner von Stroms Männern sein. Wisse dies. Der Tyrann von Tochtarsch lässt nur wenige Seelen von der Insel entkommen. Die Barachan-Inseln sind sein Spielzeug, seit seine rote Hand Macht erlangte. Wenn du willst, helfe ich dir, hier ein neues Leben zu beginnen. Ist es das, was dich quält? Nee, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Keine Ahnung. Du trägst ein dunkles Mal in deinem Fleisch. Ein Omen des Schicksals, dessen Anblick mich schmerzt. Aber deine Vergangenheit? Nun... Du hast das Antlitz und die Anmut des edlen Volkes der Aquilonia. Ha. Aquilonien selbst ist eine Bastion der Zivilisation in diesen ruhelosen Zeiten. Sage mir, ich hab's raus. Welche Geister der Erinnerung spuken hinter deinen geschlossenen Augen? Männer sterben durch meine Klinge und flehen um Gnade, die ich ihnen niemals gewähre. In deiner Brust schlägt das Herz eines Kriegers. Die Stärke deiner Sehnen wird nur durch das Feuer in deinen Augen übertroffen. Du hast das Blut vieler Männer an deinen Händen, wenn du dich auch nicht mehr daran erinnerst. Du wurdest geboren, um zu töten. Und der Ruf der Schlacht wird dich für alle Zeit begleiten. Aber ich habe alle meine Erinnerungen und Fähigkeiten verloren. Dann schicke ich dich zu jemandem, der dir helfen kann. Er wird dir helfen, dich an deine einstigen Fähigkeiten zu erinnern. Wer ist er? Sigurd, der Wirt des durstigen Köters. In seinen ruhmreichen Tagen segelte er über die Meere und kämpfte, wenn man den Legenden Glauben schenkt, an Conans Seite, bevor der Cimmerier den Thron von Aquilonien bestieg. Sigurd wird dich neu schmieden, wie eine geborstene Klinge. Danach schippe ich meine Heimat rein. Das bezweifle ich. Strom. Der Herr und Meister von Tochtarsch lässt nur treue Schiffe auslaufen. Einige Rebellen kämpfen gegen ihn,
Doch der Tyrann hat die Stadt mit einer Blockade abgeriegelt, um sie in die Knie zu zwingen. Und nun, bevor du gehst, muss ich dich warnen. Das Mal auf deiner Brust. Was ist denn damit? Ich sage nichts. Es sei denn, ich bin sicher, dass es die Wahrheit ist. Sei gewarnt. Wenn du kannst, solltest du herausfinden, warum du es trägst. Männer und Frauen mit bösen Herzen und dunklen Fähigkeiten werden es erkennen und dich benutzen. Gehe zu dem Mann, der dich ausbilden wird, und sag ihm, ich hätte dich geschickt. Unsere Pfade sind mit dem Schicksal verwoben. Diese typische Orakel, ja. Ich kann dir nichts Genaueres sagen, aber deine Zukunft sieht düster aus. Toll. Mann. Scheiß. Kacke. Jetzt sprechen wir halt mal mit denen, dann macht er uns zum großen Krieger und dann können wir hier wieder. Was kann ich dir bringen? Bist du Sigurd? Ei, der bin ich. Und was ist mit dir, Hafenratte? Willst du was trinken oder bist du hier, um alte Rechnungen zu begleichen? Ich warne dich, falls du gehört hast, dass ich eingerostet bin. Das ist alles gelogen. Nadini meint, du kannst mir vielleicht helfen, mich an meine einzige Kampfkraft zu erinnern. Oder kannst du nur dumme Sprüche kloppen? Ha, mein Fehler. Laranga hat mir schon von dir erzählt. Du bist kein Pirat, sondern ein halb ersoffener ehemaliger Sklave, der an die Küste gespült wurde. Tja, das alte Knochengerüst hat recht. Ich kann dir in der Tat helfen. Warst mal ein Krieger, ha? Sind deine Muskeln in der Gefangenschaft verkümmert? Hat deine Kopfverletzung deinen Schädel leer gefegt? Ja, so eine Art, kannst du mir helfen? Ja, wenn der Preis stimmt. Um ehrlich zu sein, die einfachste Möglichkeit, dich an die Wunder, die deine Klinge einst verbrachte, zu erinnern, ist ein ordentlicher Kampf. Du musst es selbst spüren. Ich denke zum Beispiel in jedem Kampf an den ersten Hurensohn, den ich getötet habe. Vielleicht hilft ein kleines Scharmützel deinem Gedächtnis ja auf die Sprünge. Vielleicht, das findest du. Ei, das stimmt. Hör gut zu. Ich stelle mir die Sache so vor. In Tortage lebt ein Kerl namens Arias. Wenn an den Gerüchten was dran ist, arbeitet er als Mittelsmann für keinen geringeren als den alten Conan. Allerdings wurde Arias von Stroms Wachen verschleppt. Von diesen Rothandbastarden. Und du willst, dass ich ihn befreie. So könntest du beweisen, dass ich dir trauen kann. Schließlich bin ich ein Mann, der nur auf Taten und nicht auf süße Worte vertraut. Die Rote Hand hat Arias nach Hellsand gebracht. Dort wird er exekutiert oder stirbt durch die Hände der piktischen Barbaren, die auf der Insel ihr Unwesen treiben. Finde ihn, rette ihn. Danach reden wir. Gib erstmal das Schwert hier. Wie komme ich dahin? Im nördlichen Teil des Hafens liegt ein Boot. Ein kleines Ruderboot. Das kannst du nehmen. Gute Reise. Jo, aber erstmal. Yes. Zwei Schwerter. Ah, dann retten wir den noch. Lolololo. Ich muss noch mal. Oh, ich habe noch Punkte. Ihr habt Spaß, hä? Das ist schön. Ach, die Musik ist so toll.
Boot. Und ab geht's nach Helsund. Da ist er. So. Jetzt sehen wir schon mal ein neues Spielfeld. Und zwar ist das die Helsand-Inseln. Hier ist auch eine ganze Menge zu tun. Hier werden wir auch noch mal ein paar Mal sein. Hier werden wir noch ordentlich Quests sammeln. Aber jetzt. So, ihr Säcke. Jetzt gibt's erstmal auf Schnauze. Bams. Bams. So. Gut, das war jetzt. Aber wenigstens der. Stufe 7. Wupp, wupp. So, was haben wir hier? Den können wir nicht nehmen, weil wir zwei Handwaffe brauchen. Was bringt das? Brutaler Angriff der Feinde. Okay. Einfach normaler Kombo. Guten Tag. Wie geht es dir? Wahrscheinlich gleich nicht mehr so gut. Wenn ich hier fertig bin. Rums. Na, der wird gut durch. So. Okay. Hab ich eigentlich schon den Punkt? Automatisch, ne? Gibt's hier was? Alles schwimmen kann man auch. Kann sogar tauchen. Oh. Ja, es gibt Spiele, da geht das nicht. Ja, hübsch. So. Deku. Ikea gibt es bestimmt nicht. So. Karoms. Du bist immer dran. Ah, die ganze Scheiße. Gar nicht dabei. Ja. Ich hab die Nerven. Es gibt dann auch richtige Gruppeninstanzen, so was man jemals wie aus WoW kennt. Das gibt's ja auch. Das ist echt, doch manche echt gut gemacht. Vielleicht mal gucken, ob wir da auch mal eine Gruppe finden. Gerade Black Temple oder so, das ist echt schon geil gemacht. Macht echt Laune. Aber denn, das kommt dann alles zu der Zeit, wie wir. Wenn es denn so ist. Gibt ja auch meinen YouTube-Kanal. Ja. Ist ja auch verlinkt auf der Twitch-Seite. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Age of Conan-Videos. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da sind auch sogar ein paar Instanzen-Runs dabei, falls euch das einfach mal interessiert. Könnt ihr da gerne mal nachschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn euch das gefällt. Was ist denn der eigentlich? Da hinten? So. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ja. Alles mitnehmen. Bams! Bam! Und das Schwert nochmal umgedreht. Ha! Hat's nicht gedacht. Zeit für gleich, ja. Kein Mut hier. Hallo! Hier nur, wird aber auch nur. Ist bei euch irgendwas? Nö. Nichts Besonderes. Gut. Dann seid ihr nicht interessant. Hallo. Aber du bist ein Boss. Ich töte dich gerne. Vielleicht lässt mir so ein bisschen Mut übrig. Komm's. Oder auch nicht. Na, ich glaube, hier gibt es auch gar keinen Loot in den Singleplayer-Sachen, in der Nachtversion. So. Darum haben wir ihn schon. Der ist hier schon fleißig am Klatschen. Da helfen wir doch gleich mit hier.
Bams, Bams und der nächste. Zack. Und kriegen hier keinen Doppel. Kill und so. Ja, hier einen nach dem anderen kaputt. Interessiert das Schweden scheiß weg. Zieht wahrscheinlich nicht. Warum rennst du jetzt da hinten hin, wenn du hier standest? Warum rennst du von mir weg? Sei gegrüßt. Ja, Arias. Siko schickt mich zu. Offenbar hat sich das Glück noch nicht ganz von diesem alten Ganoven abgewandt, was? Danke, dass du diesen widerlichen Pikten den gar ausgemacht hast. Ich habe mein Schwert verloren, als ich von der roten Hand verhaftet wurde. Sind wir denn Piercing, oder? So. Man hat mir erzählt, dass du dem aquilonischen Throndienst stündet. Ich bin ein Spitzel von König Conan, das stimmt. Er hat mich nach Tortage geschickt, damit ich dem Gerede über einen großen Krieg, der sich in Stygien zusammenbraut, nachgehe. Ich wollte mit einem stygischen Jungen namens Siku reden, aber der Plan ist wohl gescheitert, was? Wo sind die Herrscher von der Roten Hand? Sie sind tot, erschlagen von einem anderen, der mir zur Hilfe geeilt ist. Ich sagte, ich würde einige Zeit hier bleiben, außerhalb von Stroms Reichweite. Aber da war mir noch nicht klar geworden, wie viele Pikten es auf dieser gottverlassenen Insel gibt. König Conan selbst liegt mein Leben am Herzen. Daher danke ich dir, dass du es gerettet hast. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ich bringe dich mit in die Stadt, komm. Nein, das geht nicht. Ich werde zurück auf die Insel Tortage gehen, aber mein Leben wäre innerhalb der Stadtmauern verwirkt. Geh nur voraus und richte Sigurd meinen Dank aus. Okay. Sei vorsichtig und behalte Stroms Männer im Auge. Dann machen wir das so. So, jetzt machen wir zurück. Wollen die Panther hier noch nicht mitnehmen? Mal gucken, lohnt sich das? Themäßig? Was geht? Dann kommen wir mit hier. Hallo. Gut, gut, gut. Gut, 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 kleiner Panther. Komm. Komm her. Banner! So die Tasten. Na komm! Na komm! Na toll, jetzt ist das Ding weg. Arschloch. Das ist ja mal eher kommen können. Hallo. Bums. Ah. Double kill beide. In den Felsen habe ich ihn geschmissen. Der Sack. Oh, der Erste, der Loot fallen lässt. Der bringt's doch nicht mehr heute. Hallo. Ach komm. Jetzt hier bockt das ganze Dorf auszuräuchern. Bams. Was ist ein Zwischengegner? Okay. Hab mich schon gewundert, warum der so viel. Finish move. Zwei Hände stumpf. Warum greift ihr mich jetzt alle an, wenn die hier... Da, jetzt erstmal das Ding ab hier. Bam. Kick da schief, he? Bam. Nicht viel gebracht, ne? Mich hier wieder zu mähen. Wie geben mir auch manche gar keine Idee und man scheiße. Ne, es war kein Diener. Ich weiß, die Diener geben kaum was, aber. Ich weiß,
Jetzt mache ich den Kuchen. Der gab jetzt EP. So. Wird schon EP geben, aber kann man ja auch. Ihr habt 10 EP getötet. Erhalten. Ihr habt 10 EP getötet. Ist auch gut. Ihr habt EP getötet. Deswegen kriegt er die nicht. Weil ihr die EP getötet habt. So. Aber hier gab es doch noch. Jetzt haben wir die ganze Insel ausgerottet. Ha, da haben wir noch ein paar Panda. Ein paar Krokodile. Ich will jetzt hier demnächst noch Level 8 schaffen. Die Insel. Es gab wieder EP. 95, genau. Ah, ist jetzt. EP haben wir vielleicht. My little pandas. Ist das noch hier? Yay! Was ist das denn hier? Okay. Na sieht da. Level A. Kommt, alle ja. Da kann man nicht ganz viele Quests machen. Shit. Kann ich immer eine Runde rummachen? Alles an, dann gucken wir mal. Das hier nochmal. Kampfsystem gefällt mir echt gut eigentlich bei dem Spiel, muss ich sagen. Das ist halt mal anders als nur Knopf zu drücken. Oder Button zu smashen. Also die Kombos drücken muss, schon cool gemacht. Kann in hitzigen Situationen natürlich alles andere als vorteilhaft sein, ne? Aber es ist halt, man gewöhnt. Ich denke mal, man gewöhnt man sich auch dran. So. Haben wir das doch eigentlich hier? So, dann machen wir das in eine Krokodil hier. Das hier vorhin noch rumrannte. Hier war irgendwo ein Krokodil, genau. Da haben wir nicht die ganze Insel ausgerottet hier. Können wir wenigstens sagen, wir haben was gemacht, ne? Soll ja keiner sagen, wir sind faul. So, geht's wieder zurück in unser Ruderboot. Und ab in die Kneipe. Erstmal entsaufen, bis wir bis morgens wieder aufwachen. Und dann können wir weitermachen. So. Hallo. Jo, was ist denn da? Hüpfen, hüpfen. Die Sprunganimationen sind auch geil aus bei dem Spiel. Ey, ey. Jetzt haben sie sich gleich mit dem Arsch auf dem Boden sitzt. Das ist eine Arschbombe. Hier. Arschbombe! Quatsch. Scheiß, wenn wir rauskommen. Hä? Da ist eine Leiter. Das sind Tauben. Ah, diese totalische Musik. Dann gehen wir halt wieder in den Durst. Köter. Moin. Was ist los? Arias lebt, aber er war in der Gewalt der Pikten. Wenn Strom auf den alten Mann aufmerksam geworden ist, sollte er untertauchen. Wie war das Töten? Ha,
Ziemlich gut, will ich meinen. Hast jede Menge Piktenblut vergossen, ha? Ich wusste, dass eine kleine Fingerübung deinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Ja, es war schön, Piktenblut zu vergießen. Kann ich sonst noch jemanden zu Ader lassen? Das Feuer deiner Seele kehrt ja ziemlich schnell zurück. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich meinen. Ja, möglicherweise ist noch Messerarbeit zu tun. Ich bin mir aber nicht sicher. Rede mit meiner Kellnerin Tina. Die Sache mit ihrem kleinen Bruder ist ziemlich übel. Sei stets kampfbereit. Sowieso, immer. Tina, was hast du denn für Probleme mit der Kleinen? Der durstige Köter hat immer geöffnet. Na toll, was ist denn mit deinem Bruder los? Du bist also sein neuer Schüler, was? Ich glaube, er freut sich darüber mehr, als er zugeben will. Er hat mir so oft erzählt, wie gerne er jemanden hätte, dem er seine Fähigkeiten beibringen kann. Schickt er dich, um nach Siko zu suchen? Wir können bei der Suche jedes Augenpaar gebrauchen. Na klar, machen wir. Dafür sollst du gesegnet sein. Wenn dich Sigurd ausbildet, dann vertraue ich vollkommen auf deine Klinge. Halte am Hafen nach ihm Ausschau. Er ist ein Junge aus Stygien. Wenn du ihn nirgendwo siehst, dann kannst du vielleicht von einer der Wachen dort Informationen erhalten. Okay. Leb wohl. Gut. Ja, da haben wir ja ordentlich was geschafft, ne? Würde ich sagen. Sind wir jetzt Level 8? Und ich würde sagen, nach Shiku, suchen wir beim nächsten Mal, beim nächsten Stream, beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, oder ich hoffe, es gefällt euch allgemein. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.